在也蛮。Schöne Farbe. Diese Bilder sind da nicht gemacht. Gutes Sand. Brandenburger Sand. Dort wohnt also Nico Yoko heute seine Bilder malt, haben früher NPG-Landarbeiter zum Mittag gegessen. Und am Wochenende auch mal die Bänke beiseite geschoben und getanzt. Zur Musik einer Band, die in der Ecke spielte. Erzählt uns der 83-jährige Maler aus Japan. Bitte schön. Herr Yoko, wie kommt es, dass ein japanischer Künstler in dieser Gegend in Brandenburg landet? Ja, das ist etwas komisch. Ja. Neugierig, ne? Ja, natürlich. Das ist eine große Frage. Was machen wir hier? Meine Gründer waren alles deutsche Philosophie gegründet. Also Nietzsche, Philosophie ist Deutsch. Ja. Musik auch Deutsch. Ja. Warum nicht Berlin, warum nicht Hamburg, Köln? Und Sie arbeiten hier, warum im Urlaub? Gebucht. Irgendwo. Nicht Urlaub, sondern außerhalb Berlin. Weil da war es meine Kontakte gerade in Berlin. Einige Tage meine deutsche Wohnung hatte. Ja, Joko gefunden. Der große alte Haus. Da war aber genug Platz. Ja. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber wie haben die Leute reagiert? Es kommt, wenn ein Mensch aus Japan kommt, hierher in dieses kleine Dorf. War das schwierig am Anfang? Ja, schwierig. Ja. Erst mal hier angekommen, ja. Ich bin ganz frei, wenn ich ist, Spaziergänge und solche Leute. Aber ich, oh, hallo, guten Tag, lachen. Aber, oh, der Leute, richtig, ja. Aber einige Tage später wieder Spaziergänge und wieder Kinder gespielt. Da habe ich, hallo, da sind wir vor dir. Ich bin Russland der Wahrheit. Angenehm. Guten Tag. Ja, Kinder, ja, und zusammen malen. Am nächsten Tag drei Kinder kommt hier. Jeden Tag. Oh. Hallo, Joko, wir müssten malen. Nachher langsam Eltern so hier bei ich. Und wenn ich jetzt Straße gehe, hallo Joko, okay, ganz gründlich. Nach 17 Jahren Problem gelöst. Jedes Jahr im Sommer kommt Tatsuhiko Yoko aus Tokio für einige Monate nach Brandenburg. Er liebt sein Leben hier. Hier findet er die Motivation, die er von Bilder braucht. Bevor er zu malen beginnt, lässt sein Thank you.
wissen Sie? Ich habe immer so Sendung. Mit der Seite immer auch unser Atelierhaus in Brandenburg immer gedacht. Ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Wenn ich hier komme, dann ganz anderes Ruf. Ja, immer Fisch. Immer Fisch. Oh, my God.